Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 2 von Sims 4 hier bei den Spielkids. Freunde, ganz, ganz, ganz wichtig, das hier ist eine Fortsetzung, ja? Ihr solltet auf jeden Fall den ersten Teil anschauen. Ich verlinke euch den in der Infokarte da oben. Wir haben ja einmal hier den Tobi am Start, wir haben Olli am Start und Matti ist gerade auf der Arbeit. Das ist der Stand. Ich mache genau da weiter, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Let's go. Auf den ersten Schnee reagieren. Hä? Was ist das? Hallo, ich wende mich im Namen der Fitney and Tonshow AG an dich. Wir möchten dir ein kostenloses Muster unseres neuen Produkts, den Hitzohrhörern, schicken. Ja, okay. Okay, also Olli hat jetzt Kopfhörer kostenlos als Werbegeschenk gekriegt. Ja, schneit halt, ne? Oh, das macht ihn glücklich. Mensch, Olli. Oh, Olli freut sich über den Schnee. Jetzt grinst er. Okay. Da ist sein Inventar. Da sind die Kopfhörer. Okay. Olli hört jetzt Alternative. Kinderkanal, das ist ein Olli. Why are we still here? Just to suffer. Wer hört jetzt Kinderkanal? Was macht Tobi? Zocken. Was zockt er? Der ist nicht am Zocken. Tobi ist am Chatten. Oh nein. Was ist passiert? Wer hat dich verletzt? Oh nein, Tobi. Tobi ist traurig. Was machst du, Tobi? Oh nein, Tobi heult! Warum weinst du, Tobi? Was ist los? Hey, was ist denn passiert? Warum ist Tobi traurig? Tobi will eine traurige SMS verschicken. Wo ist das Handy da? Traurige SMS schicken. Ja, die schreibst du natürlich Matti. Erzähl deinem Bruder, was los ist, Bruder. Was ist los? Wer hat dich verletzt? Von außen ist er hart und muskulös. Oh, aber tief im Innern ist er doch ein verletzliches Kind. Mann, Tobi. Okay, weißt du was? Die muntern dich jetzt auf. Du hast Hunger? Achso, unser Herd ist ja noch kaputt von der letzten Folge. Ihr schafft das. Kann man noch nicht ersetzen, uns fehlen noch 30 Simoleons. Hier wird nicht gecheatet, Freunde. Hä? Was ist los? Ist der Kühlschrank kaputt? Warum ist denn der Kühlschrank kaputt gegangen? Reparieren. Okay, Tobi, vielleicht hilft dir das. Aber nicht sterben dabei, bitte. Okay, er piekt so ein bisschen mit seinem Schraubendreher an die Wände. Aha. Okay, wenn du den repariert hast, dann machst du dir lecker schmecker was zu essen. Gartensalat und zwar Familiengröße. Kochst du für die anderen beiden direkt mit. So, dann machst du Essen. Mienke geht's ultra gut. Achso, du hättest ja immer noch Kindermucke. Klar geht's ihm dann gut. Guck mal, wie glücklich der ist. Oh, guck mal. Der kommt hier rein. Macht sauber und hört dabei seine Musik. Mensch, Mienking, du bist ja richtig engagiert. Okay, du hast aber... Hä? Wo ist die Gitarre hin? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade die E-Gitarre gepackt und jetzt ist sie weg. Wollt ihr mich verarschen? Warum kann ich die denn so packen? Ich bin noch gar nicht im Baumodus. Wo ist die E-Gitarre hin? Egal, da ist die E-Gitarre jetzt weg. Hä? Tobi ist noch am Reparieren. Nach wie vor mit Schraubendreher. Olli ist einfach so happy. Alter, du duschst mit den Kopfhörern drin? Nicht, dass du stirbst oder so, Olli. Okay, Olli, du kannst nicht singen. Nicht in diesem Spiel. Hey, ist Tobi fertig geworden? Ja. Okay. Unwohl. Oh mein Gott. Er fühlt sich unwohl. Ja, Olli, du plünderst jetzt die Teile hier. Genau, einfach zocken oder was? So, Tobi muss auch mal kochen lernen hier. Bisschen Salat schnibbeln kriegst du hin. Was macht er denn da? Okay, Olli hat einfach nur in den Teilen rumgewühlt. Und das hat ihm jetzt geholfen, handwerklich geschickter zu werden. Okay, also Musik macht Olli glücklich, das finde ich süß. Jemanden kennenlernen. Okay, Olli will wen Neues kennenlernen, dann gucken wir doch mal. Achso, Freunde, übrigens, ich habe gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hier ein Restaurant platziert, das ist neu. Ich habe hier noch irgendwo so einen Wellnesspark platziert. Ja. Okay, aber Olli will wen Neues kennenlernen. Da läuft wer Neues. Wer ist das? Dennis! Dennis Kim. Eine Frau. Olli. Eine Frau. Oh, Olli. Freundlich vorstellen. Olli. Jetzt lauf ihr doch mal hinterher. Lauf, Olli. Lauf der Liebe hinterher. Die lernst du kennen, Olli. Ich mag dich, du magst mich. Nein, wir lassen uns. Jawohl, Olli. Neuer Love Interest für den Meme King. Okay, Olli. So, und zwar, du gehst direkt in den Flirt-Modus. Aber direkt. Du machst sie jetzt erstmal an, Olli. Hello there. Hello there.
Oh, das magst du gar nicht. Küss dir die Hände. Oh, die mag Olli so gar nicht. Okay, schnell wieder gut machen. Mach's wieder gut. Mach's wieder gut, Olli. Du machst das wieder gut. Du schaffst das. Er macht's wieder gut. Oh, die ist voll arrogant. Okay, Matti ist wieder zu Hause von der Arbeit. Warum sehe ich immer so bekifft aus? Der Tobi hat schon mal gekocht für uns alle. Das ist natürlich praktisch. Das heißt, Matti, du kannst dir direkt eine Portion nehmen. Olli? Sie ist weg. Wo hat Olli das Essen her? Wo hat er das Essen her? Du isst einfach draußen. Alles klar, mitten auf der Straße. Tobi hat schon gegessen. Sehr gut. Und zockt natürlich direkt. Klassischer Tobi. Was will Tobi? Tobi will... Mit Olli flirten? Tobi, du musst jetzt diesen Herd reparieren hier. Ach so. Ja, das war einfacher als gedacht irgendwie. Trainieren hat er auch schon abgeschlossen. Das heißt, Tobi kann jetzt nichts... Er trainiert einfach von selbst weiter. Tobi wird geskillter, seht ihr das? Letztes Mal... Oha. Oha. Konzentriert und fokussiert. Ist wieder dieser klassische Tobi-Blick. Matti will jemanden anrufen, weil er glücklich ist. Du rufst jetzt die Katharina an. Jemanden umarmen, weil er glücklich ist. Ja, dann umarmst du, Matti, gleich dein Bruderherz. Vampir-Lebensstil loben. Ich bin voll verwirrt. Könnt ihr mir das erklären? Steckt in jedem von uns ein bisschen ein Vampir bei den Sims oder wie ist das? Liebevoll umarmen. Sehr schön. Olli, was macht der? Der steht einfach mitten auf dem Bürgersteig. Und hört Musik. Und er ist beschämt. Oh, das ist dem peinlich. Okay, wie können wir das wieder gut machen? Ins Tagebuch schreiben. Bromance. Foto machen. Ja, komm, mach mal ein Selfie mit Tobi. Ja, das sieht doch gut aus. Oh ja. Komm, noch eins. Verschiedene Winkel. So mache ich das in echt auch immer. Eine glückliche SMS verschicken. Olli ist wieder glücklich. Hä? Ich bin so voll verwirrt. Die schickst du an Summer. Ach ja, stimmt, die Summer mal wieder. Lad die doch mal ein, Olli. Wisst ihr was? Olli hat jetzt ein Date mit der Summer. Oh, sie ruft, also sie hat zurückgeschrieben. Ziehen wir los und amüsieren uns. Am Park. Ja, komm, Olli. Olli hat ein Date mit Summer. Im Park. Fett. Oh nein, wie süß. Okay, jetzt können wir uns voll und ganz auf Olli konzentrieren. Erstmal über die neuesten Games reden und rausfinden, ob sie sowas überhaupt mag. Hey, wie stehst du denn vom Winkel her zu ihr? Okay, sie kann mit Games nichts anfangen. Ach, die Gitarre hat er in der Hand. Die hat er dabei. Jawohl. Was ist los? Gelangweilt. Du gestehst jetzt, dass du dich angezogen fühlst von ihr. Und dann... Oh nein! Mann, Summer! Die war doch voll zugeneigt zu ihm. Okay. Flirten. Bitten, Outfit zu zeigen? Ja, ihr Nachtoutfit zeigen. Zeig mir deine Unterwäsche. Oh nein, sie will dir die Unterwäsche nicht zeigen. Unsicherheit mitteilen? Olli, du machst es hier gerade voll kaputt mit der. Okay, wisst ihr was? Ihr müsst zusammen irgendwas machen. Spiel mal eine Runde Schach mit ihr. Alter, die mag dich ja komplett gar nicht mehr, Olli. Da hat sich der Olli einfach komplett verscherzt mit der Summer. Making my way downtown. Oh, die sind beide voll traurig. Das hat Summer auch nicht gefallen. Oh, jetzt wird er langsam wieder glücklich, der Mean King. Dadam, dam, dadam. Weiß beginnt, schwarz gewinnt, oder wie sieht das aus? Das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, wir sehen jetzt jeden Zug hier. Ich wollte genau gucken und bewerten, wie der Olli spielt. Spielt ihr gerne Schach, Freunde? Ich habe früher ultra gern Schach gespielt. Schreibt mal in die Kommentare rein. Okay, an dieser Stelle eine krasse Montage, wie Olli und Summer Schach spielen. Liebe Hanna. Was? Olli? Der Meme King mal wieder. Na, das ist so süß. Da spielen die beiden Schach zusammen. Okay, aber das ist safe gut für die Beziehung der beiden. Und die ist beschämt, die Summer. Freunde, das ist ganz wichtig. Man muss das über Humor regeln mit den Frauen. Okay, fragst nach ihrer Karriere. Sei interessiert an ihr. Nach Tag fragen. Das ist süß. Wie war dein Tag? Papa Moi Zirksa? Sie hat sich die Zähne geputzt. Oh, guter Tag, guter Tag. Wo hat sie das Essen her? Achso, aus dem Inventar wahrscheinlich. Hat Olli was zu essen dabei? Nee, ne? Was machst du, Olli? Gehst du... Du redest lieber mit dir selbst als mit Summer? Nein, nix da. Du gehst jetzt zu Summer, du setzt dich jetzt zu ihr. Ja, du redest mit ihr über den Elefanten im Raum. Obwohl, Olli ist ja wieder glücklich, aber sie ist beschämt. Ja, das heißt, Olli sagt jetzt, hey du. Oh, so ganz lässig legt er sich so rüber. Hey, ich habe mir in die Hose gepisst. Oh mein Gott, cringe. Oh, das hat geholfen. Rollschuhlaufen oder was? Oh mein Gott, das ist so ein süßes, verliebtes Pärchen. Guck mal, Freunde. Ein junges, süßes Pärchen. Und die fahren jetzt zusammen Rollschuh. Das ist ja ultra süß. La, 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 la.
la, 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 la. Oh, der Mean King ist happy. Die laufen zusammen Rollschuh. Nach dieser... Oh, sie ist umgefallen. Hilf ihr doch auf, Olli. Hä? Der steht hier so ganz alleine. Maurice, wem verkaufst du das? Hier ist keiner. So, jetzt gönnt sich der Olli ein paar Fischtacos. Hä? Olli, du musst die doch erstmal essen. Iss die doch jetzt erstmal. Und dann gehst du kacken. Oder flirtest du mit Summer auf der Toilette. Über beschämte Stimmung reden. Ja, reden wir nochmal darüber, was da gerade schiefgelaufen ist. Oh, sie setzt sich zu dir. Oh, guck mal, wie erwartungsvoll sie... Ah. Okay, also eigentlich ist sie interessiert, aber irgendwie... Ich kann in ihre, unter ihren Rock gucken. Wie Ollis Blick. Das gefällt ihm so gar nicht, das Gespräch. Mach mal so... Oh! Oh, oh, Summer. Okay, jetzt wird es interessant hier. Die Summer mal wieder. Händchen halten. Wie sieht das? Oh, sie lässt es zu. Olli, was machst du? Okay, weißt du was? Ihr fahrt jetzt bitte nach Hause. Bitte nach Hause fahren, Olli. Okay, Olli ist zu Hause. Tobi macht Sit-Ups. Warte mal, ist es hier normal weitergegangen in der Zeit? Egal, Olli darf jetzt mal im großen Zimmer schlafen. Den beiden anderen geht's super. Muss Tobi nicht irgendwann arbeiten heute? Ja, um 14 Uhr muss Tobi arbeiten. Und Olli? Oh, Olli muss gleich zur Arbeit in 4 Stunden. Schnell schlafen, Olli. Das Foto nenne ich jetzt Boss. Oh, Matti ist glücklich. Okay. Tobi regt sich auf, weil Matti so schlecht Gitarre spielt. Will jemanden kennenlernen und da kommt gerade jemand. Das ist doch ideal. Freundlich vorstellen. Halt, stehen bleiben. Hey, 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 ich bin der Tobi. Ich hab ein Bart. Ah, das tut ihm gut. Präzise, präzise, Präzision. Wechsel die Füße, Beinarbeit, Beinarbeit. Ach, das wird so nix. Tobi räumt freiwillig auf, Ehrenmann, plaudern mit Malcolm, dein neuer Bro. Hey Malcolm, ich bin der Typ, den du gerade kennengelernt hast. Ja, Mann, mir geht's voll gut. Ich dachte, ich wollte einfach mal plaudern. Wie geht's dir? Was? Es regnet. Oha, Tobi will im Regen spielen. An die Grenzen gehen. Tobi geht jetzt an seine Grenzen. Und dem geht's richtig gut, ne? Tobi geht ist richtig bossig. Ja, total konzentriert, Olli. So, im Schlaf. Matti? Wolltest du nicht zur Arbeit gehen? Matti? Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? Bruder muss los. Okay, wie viel verdienen unsere Sims eigentlich? Tobi verdient 16 die Stunde. Matti 23. Olli 31. Warum hat Olli so viel Cash? Oh, guck mal, wie süß Tobi sich freut. Der ist so glücklich. Hui, hui, joggen im Regen, hui. Boah, wie gut es dem Tobi geht. Today's a good day. Die Tür öffnet sich einfach so von selbst auf automatisch. Warum nicht? Ich muss niesen. Dab. Okay, gleich muss Tobi auf Toilette. Und er stinkt. Oh nein, jetzt stinkt Tobi und kackt und geht so zur Arbeit. Oh nein, wie läufst du denn, Tobi? Okay, jetzt ist Tobi auch auf der Arbeit. Jetzt sind alle gerade arbeiten. Ah, Matti ist da. Oh yeah. Der Matti Gartenzwergi. Gefällt ihm der Regen? Oh, der will ein Hundi. In Schlammpfütze planschen. Da ist eine Schlammpfütze. Planschen. Hui. Hui. Oh yeah. Oh yeah. Nein, die schönen Chucks. Oh nein, Matti ist ausgerutscht. Oh, aua. Okay, du gehst jetzt schlafen. Wisst ihr was, Freunde? An dieser Stelle, Matti geht schlafen. Ich beende jetzt nicht den Part hier. Es wird Zeit für eine neue Familie. Und zwar muss ich einen neuen Charakter erstellen. Und dieser Charakter ist meine Freundin Vanessa. Ja, liebe Freunde, das ist natürlich ein Muss. Ich muss natürlich meine Liebe kennenlernen, mich mit ihr verlieben und sie heiraten. Vanessa, ich nenne sie mal mit Nachnamen Nessie. Okay, das ist die erste Frau, die ich hier erstelle. Oh, ja, das ist Vanessa. Die liebt ja Reisen, die Nessie. Freundin der Welt. So viele Freundschaften wie möglich abschließen auf der ganzen Welt. Klingt doch gut. Hundefreundin, das passt dann sehr gut zu Matthias, das ist klar. Fröhlich, das stimmt auch. Und ich würde sagen, gesellig. Yay! Also Vanessa flechtet sich gerne mal Zöpfe. Ohrringe trägt sie auf jeden Fall immer. Make-up, ganz wichtig bei der Nessie. Also Eyeliner ist schon mal ganz wichtig erstmal. Ja, genau, so macht sie das immer. Lippen, die trägt so gerne Lippenstift, die Frau. Das ist unglaublich. Okay. Hey, ich glaube, Vanessa hat so ein Pullover. Ja, das gefällt mir als Alltagsoutfit eigentlich ganz gut so. Ach, man kann auch mehr als ein Alltagsoutfit haben. Krass. So, Abendkleidung. Warum trägt sie eine Brille? Das passt aber auch gut zu Nessie hier. Ja, aber Vanessas Sportoberteil ist ja eigentlich rot. Ja, das sieht schon eher nach Nessie aus. Vanessa ist so eine harte Frostbeule. Das sieht passend aus, ja. Ja, das sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus zum Schwimmen. Dann für den Sommer. Ja, das sieht voll nach Nessie aus. Jetzt mal ohne Witz. Und im Winter. Okay.
Ich habe Nessie fertig. Ich lasse die Nessie einfach mal alleine wohnen, Freunde. Und was wir jetzt hier für Abenteuer erleben mit der Vanessa und mit mir, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich muss gerade nur gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, dass wir zusammen in derselben Stadt landen. Nessie ist jetzt auch in unserer Welt. Okay, ich lasse die Nessie hier jetzt mal einziehen. Das ist ihr Grundstück und sie ist ja direkt neben diesem Park, kann das sein? Ist das der Park, wo wir waren? Dankeschön, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch hier unterhalten, Freunde. Vergesst nicht, den Daumen nach oben auf dieses Video zu geben und wir sehen uns im nächsten Spielkids-Video. Ansonsten gibt es hier auf der Endcard selbstverständlich für euch noch zwei weitere Videos. Eins vom lieben Olli, da haben Olli und ich nämlich zusammen das neue Spider-Man-Spiel angetestet und ein Ultra-Killer-Fortnite-Video von Tobi. Er hat irgendwie 10 oder 11 Kills oder so gegeben und die Runde gewonnen. Also unbedingt auschecken die beiden Videos und bis die Tage. Euer Matti. Ciao.